hier werden schon wieder neue Anker gebaut. Ich muss mir was überlegen gerade. Und zwar... Hä, wieso kann ich keinen Titan... Befehlslimit ist nicht hoch genug. Was braucht ihr denn nochmal? 12? Oder 16. Genau, und dann kann ich nämlich bei den Korvetten auf die hier verzichten. Eine bessere Version hiervon habe ich nicht. Und da den fortschrittlichen Reaktorverstärker reinknallen und hoffen, dass genau. Construction complete. So oft die Gefahr, dass das L-Cluster gleich komplett unbewacht ist. Oh, die meinen noch unbedingt angreifen zu müssen. Construction complete. Warum ist die zweite Auxilia nicht bei der zweiten Legion? Construction complete. Construction complete.
Noch 33, das ist doch gut. Hier ist noch minus 13. Wollte ich hier nicht auch mal ein Sterntor gebaut haben? Building ruined. Die bauen einfach mal wieder eine neue Sternbasis. So, aber ich würde behaupten, insgesamt ist die Anzahl der Dimensionsanker rückläufig. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass wir es nicht schaffen werden, die Amazonen zu Vasallen zu machen, bevor wir die Anbinden besiegt haben. Technology secured. Pass auf, ihr geht hier hoch und ihr geht hier lang. Und um das hier muss sich dann irgendwer anderes kümmern. Ich weiß, vielleicht die Calbrit ja mal? Construction complete.
Construction complete. Noch 22 und hier sind es noch minus 10. Building ruined. Ja, toll. Jetzt greifen sie an, aber sie machen es mit einer Truppe, die viel zu schwach ist. Oder? Ah, okay, sie haben es selber gemerkt. Construction complete. Ach so. Ich habe tatsächlich sogar drei Flotten hier. Dann soll die zweite Auxilia einmal sich darum kümmern. Technology secured. Also zwischendurch macht das schon Sprünge. So, die sind fertig. Die auch fast. Minus 7. Technology secured.
Construction complete. Ich glaube, hier können wir wirklich nur noch das Wartespiel spielen. Technology secured. So, wir können mal versuchen, hier durchzufliegen. Dann kommen die ganzen restlichen Anbindenflotten direkt angerannt. Die Flotten. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Wie sieht es hier aus? Ja, wir führen Haus hoch. Complete. Allein schon mit unseren Krisenpunkten haben wir mehr als genug. Construction complete. Irgendwie braucht die total lange, um hier durchzufliegen. Technology secured.
Construction complete. So, dann kämpfen wir doch mal ein bisschen auf dem Portal. Noch 1, 2, 3 Flotten, soweit ich sie sehe. Wie ich sage, die kommen jetzt alle dahin. Ernsthaft? Die Calbrid meinen einfach mal das hier erobern zu müssen? Ich meine, wenn sie ihn wollen, aber es bringt ihnen nichts. Minus 3. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Na komm. Ach, sind sogar 4 Flotten. Wie lange bleibt der jetzt auf der Null hängen? So, dann möchten wir noch eben das hier in Ordnung bringen. Handelsabkommen anbieten. Und zwar, ach, jetzt bietet er schon wieder alle Systeme an. Einmal das.
hier. Illoyal, ja, das können wir ändern. System transferieren. Dann haben wir einmal Busku. Receiving communications. So, dann haben wir noch, wo ist wieso kann ich das teilweise ist es aber auch nicht alphabetisch geordnet, das verstehe ich halt auch nicht. Borbagon. Ihre Ansprüche auf Hunds minus 660. Ja gut, wenn sie die Ansprüche auf die Ägypter haben, haben sie Pech. So. Construction complete. Eins habe ich vergessen. Und dann machen wir hier weiter. So, das eine System hier möchte ich behalten. Undark, Heaven's Gate. Und Polymar. Munkadir. Technology secured. Munkadir Sablisur. Na, wenigstens wollen sie dieses System auch haben. Ich habe einmal versucht, ein System abzugeben. Und dann aus irgendeinem Grund wollte das andere Imperium das gar nicht haben. Da gab es dann direkt Handelsbereitschaft minus 1000. Und das. Super, damit sind die Grenzen jetzt so, wie ich sie haben möchte. Dann wollen wir doch mal den Anbieten ein Ende setzen. Wow, die lassen sogar die Sternbasis in Ruhe.
Ich warte. Der Monat ist vorbei. Ein Sieg ist momentan nicht möglich. Jetzt sag nicht, weil noch Ambitten übrig sind. Das war in der Vergangenheit auch egal. Technology secured. Construction complete. Dimensionsanker aktiv. Was? Zwei? Hä? Aber ich konnte das Portal zerstören. Ich sehe auch nichts, wo... Technology secured. Ich kann es mir nicht mehr auf der Karte anzeigen lassen. Solange es diese aktiven Anker gibt, ist das Portal im Endeffekt unverwundbar. Aber ich habe es zerstört. Es war nicht unverwundbar. Also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich das Spiel mit einem Siegescreen beenden kann, aber es sieht nicht so aus. Spiel sagt nein. Es gibt auch keine weiteren Flotten mehr, außer der hier. Also wenn es an ihr nicht liegt, dann weiß ich es nicht. Es lag tatsächlich noch daran, dass noch eine Flotte übrig war. Aber ich würde sagen, wir haben haushoch gewonnen. Gibt's hier irgendwas, was wir... Nee, es gibt hier nicht wirklich etwas, was interessant wäre. Sind uns die Asiaten, was Forschung angeht, voraus? Warte, nein, ich möchte nicht raus. Ich möchte wissen... Technologiestufe ebenbürtig. Okay, aber eigentlich haben wir alle Ziele erreicht. Die Anbilden sind weg. Alle menschlichen Völker befinden sich unter unserer Herrschaft. Naja, die Trojaner und die Mayas haben es leider nicht geschafft, wieso sie die Mayas... Können wir sie zwingen? Nein, können wir nicht. Aber die sind mir ziemlich egal. Die haben ein System. Oder drei. Und dann gibt es hier noch diesen anderen Maya-Staat. Und das dunkle Volk hat es natürlich auch nicht geschafft. Und wir haben zwei Maschinenintelligenzen hier, die mir aber ziemlich egal sind. Aber ich würde eigentlich sagen... Das Experiment ist vorbei. Aber das ist noch nicht das Ende von Stellaris. So viel kann ich euch versichern. Auch wenn es nicht beim nächsten Mal nicht zu Siedler bezogen sein wird. Und wir beim nächsten Mal mit normalen Einstellungen spielen werden. Also mit gefallenen Reichen und mit Marodeuren und mit einer richtigen Krise. Die hier war, glaube ich, nur auf 75%. Und was ich noch. Und mit primitiven Zivilisationen und viel mehr KIs. Und zwar KIs mit Hintergrundgeschichte. Damit habe ich, daran arbeite ich seit Monaten. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Let's Play Stellaris.